Land of opportunity, adventure. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. Play your cards right, and coming out here could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. 'Cause here's the thing. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. No matter which side you take, you better watch yourself. Don't get me wrong. Rewards are waiting for those who are brave enough to unveil the mysteries out here in the land of opportunity. But opportunity can come at a pretty high price. Welcome to the Weird West. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angestellt und Vorgespielt. Heute gucken wir uns den verrückten Westen an. Weird West? Ich weiß gar nicht, wie übersetzt man Weird? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wundersam haben sie übersetzt, genau, wundersam. Wir schauen einfach direkt mal rein. Neues Spiel. Es ist keine Schande, vor einem Gegner zu fliehen, für den du noch nicht bereit bist. Lass mich raten, du hast keine Ahnung, wer oder wo du bist, richtig? Tut mir leid, das ist ein notwendiger Schritt bei diesem Vorgang. Bereit zum Brandmarken. Dann ist es an der Zeit. Auf geht es, wir zählen auf dich. Nein, au! Okay. Also ich sag mal so, dieser Westen ist echt ein bisschen besonders. Wir schauen nochmal eben hier rein. Oh, das aber hier. Eieiei. Wir machen die Musik immer ein bisschen leiser. Ja, ich weiß gar nicht, warum sich das nicht gemerkt hat. So, Einführungen an, Schwierigkeiten normal, Sprache Deutsch, Spiel starten. Wir gucken uns die ersten 45 Minuten des Spiels an und dann könnt ihr entscheiden, ob es mehr gibt oder auch nicht. Weiter mit beliebiger Taste. Ist wahrscheinlich erstmal das Tutorial, ne? Used to be you were one of the most feared bounty hunters in all the West. But you gave that up. Buried your irons. Traded them for a normal life. Tonight, though, that's all gonna change. Destiny's calling. And it ain't taking no for an answer. Ah, geile Westernstimme. Unser Land bekommt ihr nicht, ihr Monster. Wir sind nicht auf Land aus. Schnapp dir das Große, töte das Kind, da ist nichts dran. Und dann los, die Gesetzhüter kommen. In the air, smell of gunpowder. Your son dead in the dirt outside. And a burning at your neck. Like you've been branded with a cattle iron. Aua, guck, bei den Fluten, das kann nicht sein. Jane, Jane. Oh, wow, eieiei. Bewegungsgeschwindigkeit des Todes hier. Da müssen wir mal ganz kurz nochmal nachjustieren. Das tut mir sehr leid, aber ihr wisst ja, manchmal muss das halt sein. Gestaltwandel. Nee, ich will irgendwie... Ach du heiliger Bimbam, gibt es da krassen Kahn? Spielablauf. Kameramausempfindlichkeit. Da gehen wir mal für die 50. Ja, ist schon besser. Noch nicht perfekt, aber besser. Das sind wir wahrscheinlich. Die junge Dame mit den grauen Haaren. Oh, da ist ein Stuhl.
hinsetzen. Nee, ah, Brot essen können wir. Da können wir erstmal heilen, aber ich glaube, wir sollten erstmal rausgehen. Was macht denn hier so Geräusche? Sheriff Flora Albright, Jane. Habe in der Stadt Schüsse gehört und bin gleich gekommen. Das waren diese verdammten Stillwaters. Wie es aussieht, sind sie über alle Farmen von hier bis Gallant Crossing hergefallen. Ach, das ist dieser Sound hier. Ich dachte, irgendjemand telefoniert hier im Nebenraum. Ja. Sie haben deinen Jungen umgebracht. Dafür werden wir diese Bastarde ins Grab schicken. Aber dein Mann, Alonso, ist nirgends zu sehen. Wenn sie ihn mitgenommen haben, müssen wir uns beeilen, sonst verliert sich die Spur. Okay, wir sind offensichtlich Jane Bell. Steht ja auch da. Du. Fragen, in welche Richtung die Stillwaters gegangen sind. Wir fragen vielleicht erstmal, wer die sind. Nennen sich eine Familie. Pa. Vielleicht durch Inzucht. Sie handeln mit Munition und Schnaps. Früher zumindest. Jetzt scheinen sie es auf Menschen abgesehen zu haben. Irgendwas ist anders. Und ich will den Grund dafür herausfinden. In welche Richtung sind sie gegangen? Ich weiß nicht, wo sie hin sind, aber ich habe eine dieser Stillwaters Mistkerle im Gefängnis in Greckhill. Vielleicht können wir ein paar Antworten aus ihm herausquetschen. Du solltest dir besser deine Schießeisen schnappen. Ich habe das Gefühl, wir werden sie brauchen. Fragen, wo man eine Waffe herbekommt. Was denn? Hast du es etwa vergessen? Wir haben deinen alten Revolver hinterm Haus mit dem Rest deiner Ausrüstung vergraben, als du dich zur Ruhe gesetzt hast. Hol dir das Ding und dann triff mich beim Gefängnis. Ich weiß, du dachtest, deine Tage als Kopfgeldjägerin sind vorbei, aber wie es aussieht, musst du noch mal ran. Losziehen. Hier, nimm das, einen tragbaren Übermittler. Ganz was Neumodisches. So bleiben wir in Verbindung, falls wir uns trennen müssen. Ich würde dich ja erneut willkommen heißen, aber ich lasse es besser. Inventar haben wir bekommen mit ihm. Automatisches Speichern gibt es. Uiuiui. Wir müssen das nochmal reduzieren, das tut mir sehr leid. Aber das ist zu krass, glaube ich, gerade. Grafik? Nee, war das bei Steuerung? Nee, das war bei Spielablauf, ne? Kampfziel, wo war denn das jetzt? Hier, Kameramausgeschwindigkeit. Ja, machen wir mal 35. Ja, schon besser. Wenn du ein neues Ziel erhältst, erscheint es am Rand des Bildschirms. Ein Marker, der dich im Zielort führt. Okay, Escape. Okay, das heißt, da oben, ah ja, da ist der Pfeil, alles klar, grabe deine Sachen aus. Ich glaube, ich gehe erstmal zu meinem Kind, ich meine, es ist offensichtlich tot. Durchsuchen. Hucks Teddybär, Wiederverkaufswert 1 Dollar, in Besitz 0. Der Name Huck ist in die Foto des Bären eingenäht. Den nehmen wir. Leiche begraben, erfordert Schaufel, okay. Was haben wir hier? Ava, Weird Wolf. Durchsuchen. Nehmen wir mal mit. Können wir die Hundehütte durchsuchen? Ja, wir können die Hundehütte durchsuchen. Alles nehmen. E. Wir können mit einem Knochen sozusagen kämpfen. Interessant. Hier haben wir noch Kisten. Wir nehmen einfach direkt mal alles mit. Es geht nicht nur ums... Opala, es geht nicht hier nur ums Schießen. Es geht hier auch noch ums Looten. Ist das nicht toll? Schwein, Rippchen. So, wir sollen wohl offensichtlich hier hin. Automatisches Speichern. Finde eine Schaufel. Okay, hier vielleicht. Was sind denn das für Kreise hier auf dem Boden? Ach, das ist hier so ein Schießplatz, ne? Warte mal, was? Revolvermunition aufheben. Leere Flaschen, okay, leere Flaschen brauchen wir natürlich nicht. Getreidesack. So, opala. Okay, das haben wir jetzt vielleicht das Huhn vielleicht ein bisschen erledigt. Naja, das tut mir auch irgendwie leid. Zum Glück gibt es hier noch mehr. Was haben wir denn hier Schickes? Schuppenschlüssel aufheben, Zange aufheben. Rechen? Ich glaube, ein Rechen brauchen wir nicht, oder? Da wäre ich jetzt mal entspannt und würde sagen, wahrscheinlich nicht. Hier ist eine Schaufel, ah ja. Lesen.
in geheimen Erdhaufen verstecken und lassen sich überall in wunderlichen Westen, also dass das wunderlicher Westen heißt, ich weiß es nicht. Mit dieser Schaufel kannst du vielleicht ein paar davon ausgraben oder deine Toten begraben. Das werden wir wohl auch als erstes mal machen. Ich glaube, ich werde mich erst um meinen Sohn kümmern. Ich habe irgendwie auch so eine Westernstimme gerade. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch eine Kiste. Die ist leer. Ja, meine leere Kiste. Okay, und eine Mistgabel. Ich glaube, eine Mistgabel brauchen wir gerade nicht. Wir könnten hier nochmal vorbeilaufen. Da gab es noch ein paar Kisten. Kann man auch... Oh ja, man kann nur rollen. Okay, was ist das denn hier? Besudelter Stoff. Egal, man weiß ja nicht, wann man ihn braucht. Wir werden erstmal unseren Sohn begraben, weil ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Leiche begraben. Graben, Schaufel, Grab, leer. Wie nah kann man denn ran? Ah ja. Das ist schon bedauerlich, oder? Jetzt können wir hier unsere Sachen ausgraben. Wir sind ja Kopfgeldjägerin, haben wir ja gelernt. Hol deine Sachen aus dem Versteck. So. Durchsuchen. Was haben wir denn da? Nehmen wir. Pistol's grip matches your palm exactly. All blue. Been a while. Oh, und da gibt es eine Errungenschaft. Grabe deine Sachen aus und rüste dich damit aus. Haben wir offensichtlich schon gemacht. Du hast deine erste Pistole gefunden. Halte zum Zielen rechte Maustaste gedrückt und schieß mit links. In der Nähe befindest du ein paar Flaschen, an denen du üben kannst. Alles klar. Okay. Ja, easy. Das Magazin deiner Waffe ist leer. Lade mit R nach, während du zielst und vergiss nicht, deine Munitionsvorräte aufzufüllen, wenn du in der Stadt bist. Alles klar. Ich würde sagen, wir haben alles, oder? Reise nach Greco. Ist jetzt dunkel? Nee, irgendwie nicht, oder? Hat man das schon durchsucht? Warte mal, hier ist noch ein Hühnerstall, den kann ich durchsuchen. Ach, guck mal, es gibt Eier. Naja, dann gehen wir doch erstmal rein. Warte mal, Zeit, dich auf den Weg zu machen, um an einen anderen Ort zu reisen. Begib dich an den Rand des aktuellen Gebiets zu den Gebietsgrenzen, drücke E, um Reisekarte zu öffnen und wähle einen Zielort. Das ist interessant, es gibt nämlich in diesem Spiel immer nur so... Wie soll man das denn sagen? So, Maps quasi. Also, besuchbare kleine Gebiete. Wir nehmen alles mit. Bin ich direkt geheilt? Also ich will mich gar nicht heilen. Ich will einfach nur die Sachen mitnehmen. Warte mal, es hieß ja Ease Inventar. Gucken wir uns das auch mal an. Ach, du ahnst es nicht. Ich mag den Grafikstil tatsächlich. Und ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte das gerne mal zeigen und spielen. Tragbarer Übermittlograph. What? Amulette, Weste, Waffen kann man 4 Stück ausrüsten. Krass. Talente, Extras, Ziele, das gucken wir uns alles mit der Zeit an. Hier wird jetzt gerade... Warte, da war ein... Da ist doch irgendwas im Maiskolben. Ja, guck mal, da ist nämlich tatsächlich... Hier sind noch Sachen im Gebälk hier. Speisekürbis essen. Ich will die nicht mitnehmen. Essen. Warum muss ich die denn immer gleich essen? Maiskolben kann man aufheben. Na gut, wir machen, was das Tutorial von uns verlangt. Und gehen hier, ihr seht hier ganz deutlich, wie das mit dem Map ist. Sehen wir einmal rüber und dann können wir reisen. Ach, wundervoll. Hier sitzen wir. Belstead, deine Farm. Nun weht hier ein eisiger Wind und vielleicht wird es nie wieder warm. Wir müssen hier nach Greco. Reise nach Greco. Na gut, dann. Hoppala. Kojotenangriff. Du triffst einfach ein paar Kojoten. Oh. Okay, muss ich jetzt schießen. Oh, wow. Okay. Da kommt noch ein Kojote, sagst du? Lass das mal.
Mags nachladen. Okay, easy. Naja. Huiuiui. Okay, durchsuchen, alles nehmen. Das ist aber bedauerlich hier. Mal durchsuchen und alles nehmen. Hier lag noch einer. Hier lag nur noch einer, ne? Was ist denn das bloß? Naja, egal. Hier haben wir noch ein Messer, das nehmen wir mal auf. Kojote. Handkoffer. Hühnerei, Kartoffeln, Maiskolben. Oh, Reisevorräte. Du hast Rohnahrung gefunden. Besuche irgendeinen Ort mit einem Feuer oder Herd, um dir eine Mahlzeit zu kochen und einige deiner Tee zurückzugewinnen. Zufälligerweise gibt es doch hier schon einen Kochtopf. Guck mal, da können wir mal hier gegrillte Rippchen machen. Machen wir mal hier so ein Fleisch roh. Uiuiui, da machen wir noch einen Hühnchenflügel. Ah ja, offensichtlich braten wir den und essen den auch direkt, weil ihr unten seht ihr, wir sind direkt wieder bei 100. Interessant. Revolvermunition. So. Kurz nachladen. Alles klar, was können wir denn sonst noch machen? Also ein paar Geier hier rumfliegen lassen ist jetzt okay. Können wir mit so einem Kaktus machen? Anstechen. Aus dem Kaktus trinken. Oh krass, also Kakteen geben auch. Interessant, hier kann man durchlaufen. Ich würde sagen, das war's dann, oder? Ich glaube, wir haben alles uns angeguckt hier. Ja. War gar nicht so entspannt, wie ich dachte. Da gibt es noch ein paar Kisten, die gucken wir uns an. Was haben denn da? Blendgranate. Ach du heiliger Bimbam. Also wir haben ja schon im Intro gesehen, es geht um Verbrauchsgegenstände. Das sieht nützlich aus, um einen Verbrauchsgegenstand einzusetzen. Tippe Z, X, C und V. What? Ich würde eher sagen, ich drücke meine Maustasten. Ne? Mal gucken. Wenn ich das länger spiele, werde ich wahrscheinlich... mal ganz kurz gucken. Werde ich wahrscheinlich die Maus mehr nutzen, also die Tastatur umbelegen. So, automatisches Speichern. Panic in the air. Es liegt Panik in der Luft. Folks hollering. Death and dirt. Das geht ja gut los. Noch nicht, Liebling, bitte. Was ist passiert? Oh, sie hatte frisches Brot dabei. Oh, warte mal. Schließen. Vorsicht. Nicht alle Gegenstände kannst du dir nehmen, ohne dass dies Folgen hat. Das Eigentum anderer Charaktere wird rot markiert, wenn du damit interagierst. Erwischt der Besitzer dich beim Stehlen, kann dein Ruf leiden und könntest sogar ins Gefängnis landen. Okay. Ja, jetzt habe ich das schon genommen. Das tut mir leid. Wir können hier mit Samuel Reed reden. All das Blut. Okay, also offensichtlich ist hier einiges los. Wer bist du? Sprich mit dem Sheriff Flora Albright über deinen verschwundenen Ehemann. Ist das er hier? Monte Clasp, Deputy. Jane, hast du deine Schießeisen? Was ist denn da los? Ich hab doch jetzt E gedrückt. Okay. Wir nehmen die Leute erstmal aus. Du dreistes kleines Stück Scheiße. Was? Vielleicht reden wir mal mit der Dame hier. Sie haben nicht mal was geklaut. Sie wollten nur die Menschen haben. What the heck? Okay, Deputy. Der Deputy ist jetzt einfach hier weitergelaufen.
Huiuiui. Schlafsack nehmen wir mal mit. Du hast einen Schrottgegenstand gefunden. Doch was für manche Schrott ist, kann für andere ein Schatz sein. Verkaufe allen Schrott in einer Gemischtwarenhandlung, um rasch ein wenig Geld zu machen. Mit dem Sammeln von Schrott lässt sich im wunderlichen Westen gut etwas nebenbei verdienen. Interessant. Gut, wir wollen nicht alle ausnehmen, wir wollen einfach direkt mal hier zum Sheriff gehen. Jane will diese Mistkerl etwas ausquetschen. So, mal rein in die gute Stube. Hallöchen, da bin ich. Bei den Fluten, es tut gut, dich wieder mit den Schießeisen zu sehen. Dieses Leben auf der Farm hatte nie wirklich zu dir gepasst. Also, quetschen wir den Stillwort Bastard mal etwas aus. Wenn du uns sagst, was wir wissen wollen, brechen wir dir nur ein paar Finger. Dann hast du noch genug, um dich am Hintern zu kratzen. Früher habt ihr mit Munition gehandelt und keine Leute entführt. Wieso habt ihr umgesattelt? Leck mich, du Gesetzesköter. Ich verrate dir einen Scheiß. Wenn du so stotterst, wirkst du nicht sehr überzeugend. Fandest du ihn sehr überzeugend, Partner? Wie wäre es, wenn du dir diesen Abschaum mal vorknüpfst? Ach, jetzt muss ich die Drecksarbeit machen, ja? Das ist ja interessant. Freundlich nach Informationen fragen. Du verstehst nicht. Ich sag's dir, er wird mir was Schlimmeres antun, als mich nur zu töten. Er wird mich auffressen. Okay, versprechen, dass du ihn beschützen wirst. Ich glaube, es ist das Einzige, was helfen kann. Wirklich? Bei Jep. Selbst wenn ich hier rauskomme, würde er mich finden. Vielleicht sind diese Gitterstäbe der beste Schutz. Na schön. Unser alter Boss, Pub Stillwater, ist weg vom Fenster. Wir haben einen neuen Boss. Er heißt Shelby Cross. Wow. Schwierige Musik. Shelby Cross bei den Fluten. Der ist kein Mensch, sondern eine Sirene. Die sind nicht normal. Die essen Leute. Ich versuche schon seit Jahren, Cross zu erwischen. Jetzt sind wir so dicht dran, dass ich diesen kannibalischen Drecksack schon riechen kann. Wo hat sich Cross verkrochen? Wo hat er den Mann von Jane hingeschafft? Wenn ich es verrate, dann versprichst du dann, dass du mich beschützt? Seine Sicherheit garantieren. Wir lügen. Meinst du wirklich, dass die Gitterstäbe stabil genug sind? Wirst du Wache halten? Keine Sorge, du bleibst hinter Schloss und Riegel. Jep, steh mir bei. Na schön. Nach unserem Angriff auf Greckel sollten wir uns im Lager sammeln. Liegt 5 Stunden nordöstlich in Richtung Offerton Valley. Wenn du dich beeilst, erwischst du sie vielleicht noch. Tja, du hast ihm Honig ums Maul geschmiert, als wäre er ein Tanzbär. Die Spur ist heiß. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich melde mich per Übermittlung, falls ich was Nützliches in Erfahrung bringe. Ich muss hier bleiben und die Stadt schützen. Lass sie da draußen in dem Stillwater Lager die Fluten schmecken, ja? So, ich muss jetzt hier wieder den Scheiß machen. It's Sirens who took your husband. Flesh eaters. Best find that Stillwater camp while your husband still got blood in him. Na, ich denke nicht. Wir lesen erstmal die Zeitung. Kürzlich wurde berichtet, dass Eigner der Laternenstube bekanntlich Sündenfuß. Naja, das lesen wir mal nicht. 1 von 1, alles klar. Was haben wir dann nochmal? Leere Dose aufheben. Was vertriebener Stammteil 1. Eine beschädigte zurückgeschickte Notiz. Unser verbündeter Stamm im Westen ist vertrieben worden, genau wie wir. Wir haben keine Überlebenden gefunden und hoffen, dass sie nach Westen gereist sind. So wie wir von unserem Heimatgebiet aus. Ding, ding, ding. Okay, Enzyklopädie aktualisiert. Stuhl hinsetzen. Wir könnten schlafen, aber wir sind so aufgeregt. Erfordert Schlüssel zum Sheriffsbüro. Alles klar, haben wir natürlich nicht. Du solltest gut bewaffnet bei diesem Stillwater-Lager aufkreuzen, ja? Naja, wäre halt hilfreich, wenn ich hier Waffen bekäme, ne? Ups, ich habe den... Mal schnell weitergehen hier. Deputy, wir wissen nicht mal, wie viele wir verloren haben. Alles klar, ich sehe schon. Ja, krass. Oder? Hier gibt es einen Schlüssel. Runder Schlüssel. Dem Schlüsselring hinzugefügt. Runder Schlüssel. Krass, wir haben... We are alive. We feel we thrive. Alles klar. Können wir jetzt die Schaufel benutzen? Ne, wahrscheinlich nicht. Regale durchsuchen. Was haben wir denn da? Besudelter Stoff.
Tintenfüller, Kreide, wir nehmen alles mit. Ich verstehe nicht, warum meine Stimme so wie ein Reibeisen klingt, aber gut. Ich mag diesen Wilden Westen. Wir hatten zuletzt Hard West, glaube ich. Man muss schon ganz schön verdorben sein, eine Leiche mitten auf der verlassenen Straße auszuplündern. Michael Sanchez. Jane, es geht um meinen Ehemann, den Schmied. Diese Stillwaters haben ihn geholt. Er hat geschrien, aber ich konnte nichts tun. Du trägst wieder eine Kopfgeldjägerausrüstung. Hätte nicht gedacht, dass ich dich je, dass ich das hier erlebe. Bist du hinter ihnen her? Ja. Du willst sie also finden. Falls du auf meinen Diego stößt, sorge bitte dafür, dass er wohlbehalten nach Hause kommt, ja? Ich würde dir alles geben, was ich... wie wäre es mit einer Pistole? Für deine Arbeit brauchst du gute Schießeisen, nicht wahr? Zustimmen, nach ihm zu suchen. Du warst immer eine anständige Frau. Ich wette, er wurde zusammen mit anderen eingesperrt. Sei aufmerksam, er wird dich bestimmt rufen, wenn er dich sieht. Außer meiner Pistole habe ich nicht viel übrig, doch sie ist dein, wenn du meinen Schatz nach Hause bringst. Wann ist die Welt so düster geworden? Was haben wir denn da? Auftrag aktualisiert. Suche nach dem entführten Schmied, 5 Tage verbleibend. Ja, ich finde es gut, dass wir gar keinen Druck haben. Das ist ja krass. Willst nicht mehr warten, bis sie kalt sind, du plündernde Mistratte? Entschuldige bitte mal, ja. Ich muss hier auch... Versteckte Tür ist blockiert, okay. General Store. Also ich weiß schon... Oh, warte mal, hier kann man rein. Ich weiß schon, dass man mit der Zeit die Stadt hier wieder aufbauen kann. Medizinische Anweisungen. Ein Vipernbiss, ungewöhnlicher Vorschlag zur Entfernung des Giftsmittels Geflügel, ich denke mal. Ja, sehr gut. Da liegt noch ein Schlüssel. Den nehmen wir auch mit. Käse, wir können das nehmen. Wir müssen das dann nicht gleich essen, oder? Lass uns mal in den Tag gucken. Wir müssen ja schon randvoll sein. Den Käse zum Beispiel haben wir offensichtlich direkt schon gegessen, oder? Ich sehe nämlich hier gar keinen Käse. Ja gut, so ist das dann wohl mal. Blendgranate, kann man das hier ausrüsten, wegwerfen? Schade. Waffen. Reichweite kurz. Mit der Schaufel wollen wir niemanden erschlagen, würde ich sagen. Wir haben auch APs. Was auch immer APs sein werden. Action Points. Hoppala. Ja. Was ist das hier? Schlüssel zum Arztbüro. Das hier ist das Arztbüro? Naja, ich... Oh, warte mal, Verband. Was ist das? Leere Fiole. Die nehmen wir auch mal mit. Man weiß nie, vielleicht können wir irgendwas brauen oder so. Also, das ist der Doktor. Alles klar. Hier haben wir noch den Saloon. Kommen wir da auch rein? Was darf es denn sein? Wird reden. Du siehst aus, als wärst du auf Rache aus. Gut. Ja, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Kann man hier hinten noch durchgehen? Hier ist eh nichts im Regal. Hier ist auch alles. Was haben wir denn da? Nägel, Wiederverkaufswert 1 Dollar, rostige Proviantdose, stehlen. Das lassen wir mal. Wir wollen mal nicht gerade... Ich meine, die sind ja eh alle schon gebeutelt. Dann können wir doch mal eben nach oben gehen. Auch schön, oder? Ich meine, ich finde es von der Aufmachung richtig gut, tatsächlich. Kleber. Und die Steuerung ist noch ein bisschen... gewöhnungsbedürftig, aber beim Schießen ging es richtig gut. Ich habe, als das Spiel rauskam, tatsächlich viele gesehen, die richtig Probleme hatten bei der Steuerung. So, ich glaube, es hat keiner mitgekriegt. Wir räumen hier den Laden aus, Dollarmünzen. Die räumen wir auch aus. Wir sind schon scheiße, ne? Also wir sind scheiße, wenn wir es können. Wie immer. Ja, und ansonsten sind wir eher bei den Guten,
Wir rächen jetzt die Leute, wenn die meinen Mann aufgegessen haben, dann werde ich aber echt sauer. Dann werde ich aber richtig sauer. M ist wahrscheinlich die Map. Oh ja, das ist die richtige Map. Wir müssen nochmal hier rauslaufen. Warte mal, du hast da auch was zu sagen. Ach, du bist auch ein Deputy. Ach, jetzt seid alle Deputies, ne? Hier ist noch eine Scheune. Rostige Proviantdose. Lass uns noch mal ins Inventar gucken. Ist das irgendwie begrenzt? Nee, ne? Doch, hier auf Gegenstände. 29 von 48. Da haben wir also noch ein bisschen was frei. Das ist doch schön. Und das scheint sich auch zu stacken, oder? Hier viermal. Ja, das ist schön. Also das heißt, unterschiedliche Gegenstände zählen. So, dann nehmen wir hier noch ein paar Münzen mit. So, jetzt gehen wir nach draußen und reisen. Und wo müssen wir hin? Wir müssen nach hier hoch. Das Stillwater Lager. Wir gucken mal. Da kommen wir bestimmt locker an. Reisender Händler. Meiden oder okay, Rauch von einem Lagerfeuer. Sieht nach Wanderhändlern aus. Okay. Notfalls machen wir Wanderhackfleisch aus ihnen. Reisender Händler, Tag 2. Wir werden angegriffen. Was? Wegen der Schlange da? Warte mal. Alt. Ich will. Ah, okay. Okay, kann man mit dir reden? Angeblich sollen Reisende von Monsterschweinen versteppt werden. Wie wäre es, wenn du uns etwas von Last von den Schultern nimmst? Ich will Waren mal ansehen. Der hat auf jeden Fall Revolvermunition, das wäre cool. Was haben wir hier? Dietrich im Besitz. Null. Mein Inventar. Ja, guck mal, hier allen Schrott verkaufen. Das ist doch schon mal ein super geiler Dings. Und du hast 34 Dollar, kaufen für 10. Okay, das war's dann schon. Jetzt gucken wir mal, ob der hier vielleicht noch andere Sachen hat. Oder sie hier. Wir haben hier alles Mögliche. Schau dich ruhig um. Ah ja, ihr habt einmal das Gleiche. Alles klar. Ja gut, dann war's das schon. Na gut, zu wissen. Reisen wir mal weiter. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon über die 30-Minuten-Grenze hinaus. Ich würde vorschlagen, wenn ihr Bock habt auf mehr, dann lasst mich gerne wissen. Dann machen wir gerne weiter. Gar kein Problem eigentlich. Weiter mit beliebiger Taste zum Beispiel. Ihr könnt einfach beliebige Taste in die Kommentarbox schreiben. Hä? So, nimm die Spur des Stillwaters im Lager der Wildnis auf. Drücke leer, um zu springen oder zu klettern. Ah ja, okay. Hier musst du vielleicht vorbeischleichen. Duck dich, indem du linke Steuerung drückst, um dich leise zu bewegen und unentdeckt zu bleiben. Alles klar. Alles klar. Wir versuchen leise um. Was? Nichts an. Die Gegner kannst du bewusstlos schlagen, indem du Nahkampfdistanz drückst und gedrückt hältst. Beachte, dass nichts an. Die Gegner auch zusätzlichen Schaden durch deine Waffen erleiden. Ach, guck mal, man muss gar nicht. Man kann. Ich halte gedrückt. Wir durchsuchen den mal. Oh, und nehmen mal hier mal ein paar Revolver mit. Fernkampfwaffen verschrotten. Du besitzt bereits eine Waffe dieser Kategorie. Bei Waffenhändlern in Städten kannst du überzählige Waffen verkaufen. Wenn du dringend Munition und Handwerksmaterialien brauchst, kannst du eine Fernkampfwaffe in einem beliebigen Inventar per Interaktion verschrotten. Und beim Verschrotten hast du eine Chance, Munition aus dem Magazin zu erhalten und mit Glück bekommst du einige wiederverwertbare Materialien wie Kupfer, Silber, Goldklumpen. Interessant. Die nehmen wir noch mit. So, warte mal. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Schaden 30. Das ist quasi gleich. Also gut, da werden mir direkt angezeigt. Wegwerfen. Wie kann ich die denn verschrotten? Waffen verschrotten 1.
Cold Blue Sharp Stick. Den hier bitte. Alle nicht ausgerüsteten Waffen verschrotten. So. Okay, ich habe irgendwie Munition, glaube ich, bekommen. Ja, mein Old Blue habe ich natürlich behalten, alles klar. Und weiter geht die wilde Fahrt. Da hinten ist noch einer. Heimliches Vorgehen. Während du dich duckst, ist es weniger wahrscheinlich, dass Gegner dich bemerken. Möchtest du noch unauffälliger bleiben, kannst du dich durch hohes Gras bewegen oder dich deinem Ziel nachts nähern. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, glaube ich. So, nun ist die Frage, wie erledigen wir den Typen? Wir versuchen mal... Ach, guck mal, hast du gesehen? Die Sprechblase wird langsam gelb. So, pass auf. Wir killen den jetzt von hinten. So. Und durchsuchen ihn. Ach, und finden Munition. Hervorragend. So, guck mal, hier ist noch mehr Munition und noch mehr Gewehr. Waffen wechseln. Du hast eine Waffe eines neuen Waffentyps gefunden. Halte Alt gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Das habe ich schon mal gemacht. Du kannst Alt auch einmal antippen, um deine vorherigen Waffen zu wechseln. Okay, ich tippe mal Alt. Nee, ich will... Oh ja, oh ja. Haben wir jetzt ein Gewehr? Ja, oh. Okay, da sind Gegner. Im Kampf Deckung nutzen, ducke dich, linke Steuerung, Mitte Deckung, alles klar, ja, das... Wir müssen die erledigen, sagst du ja. Wie viele sind es? Oh, wow, okay. Wir nehmen erstmal alles mit. Eieieiei. Warte mal, vielleicht gucken wir mal ganz schnell ins Inventar, ob wir irgendwas Essbares dabei haben. Vielleicht erst mit diesem wunderschönen Ei. Das geht gar nicht. Wir können das gar nicht essen. Wie wäre es mit rohem Essen? Geht auch nicht. Okay, offensichtlich können wir belebendes Mittel auch schön. Offensichtlich können wir gar nichts. Warte mal, wir können so eine Kaktee andingsen. Ne? Naja, besser als nix. Heieiei, okay. Wir gehen nochmal für die... Warte mal, wir können den mal nachladen hier. Heizdei-Blechle. Das mit dem Schießen ist noch nicht ganz so einfach, muss ich gestehen. Ah ja, hier können wir nochmal schnell kochen. Jetzt sind wir bei 70. 80. Sehr gut. Das sollte passen, danke. Haben wir noch Sachen zum Durchsuchen? Ja, hier haben wir noch Sachen zum Durchsuchen. Nehmen wir alles. Den hatte ich ja erledigt. Und hier haben wir auch noch Essen, was hier drum liegt. Könnte man natürlich noch kochen. Lassen wir natürlich jetzt erstmal. Also das war jetzt nicht ganz so einfach, weil ich noch nicht ganz raus habe, wie das mit dem Zielen so ist. Ah ja, So, davor sehe ich mindestens zwei Leute. Seht ihr das auch? Zwei Leute Minimum. So, wir gucken mal, ob wir uns hier dieses Dynamit schnappen können. Du hast Dynamit gefunden. Rüste mögliche Wurfgeschosse aus, indem du Alt gedrückt hältst. Das ist super krass. Und jetzt? Okay, die Killcam des Todes. Alter Falter. Das ist natürlich mega nice. So, wir heben nochmal zwei auf. Durchsuchen nochmal schnell den ganzen Kram. Eine Zange. Ich glaube, wir haben eine Zange. Ich glaube, wir haben eine Zange dabei, ne? Und ein Kartenspiel. Bolt Action Forester. Was? Plus eins. Oder sind das alle? Ich... Könnte sein, dass das hier auch alle gerade sind.
Verband, Seil, Öllampe. Ah, die habe ich ausgemacht, alles klar. Gehen wir mal näher ran. Da ist noch ein Health Package. Schaufel hatten wir ja schon. Das mit dem Dynamit ist echt nice. Müssen wir weiter gucken, dass sie vielleicht hier nicht noch irgendwelchen Kram haben. Ah, wir haben schon wieder... Warte mal, hier hinten ist noch eine Kaktier, ne? Die können wir nochmal eben antitschen. Frucht essen. Ach, das sind bestimmte Kakteenfrüchte, ne? Na gut. So, dann mal weiter. Schnell speichern, experimentieren. Wenn du mit einer neuen oder riskanten Vorgehensweise experimentieren möchtest, setzt Weird West dir kaum Grenzen. Du kannst völlig unbemerkt durch ein Gebiet schleichen, an Orte reisen, die für dich, was für die du vielleicht noch nicht bereit bist, oder sogar Schlüsselcharaktere oder der Geschichte umlegen. Auf die eine oder andere Weise lässt sich deine Reise immer abschließen. Vielleicht solltest du jedoch F5 schnell speichern, bevor du etwas Riskantes ausprobierst. Okay, F5 sagst du? Dann machen wir das mal. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht irgendwie online gerade irgendwo anders. Das wäre ein bisschen lustig. Ja, irgendwie. So, warte mal. Inventar. Hier haben wir eine, die Bolt Action Forester. Die wollen wir noch nicht so. Das ist alles Quatsch, ne, hier. Dann verschrotten wir einfach mal schnell ein paar Sachen. Und zwar alle nicht ausgerüsteten Waffen verschrotten. Genau, nice. Da gibt es nochmal schön ein paar Punkte. Die Punkte. Ihr wisst schon. Munition. So, Umgebung nutzen. Macht die Umgebung deiner Feinde zunutze. Ja, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Sind da Feinde? Ja, einer, oder? Oder zwei? Warte mal, dann können wir die ja nochmal mit so einem Ding hier killen. Hoppala. Ja, ihr seht schon, das ist stellenweise ein bisschen... Okay. Ihr beruhigt euch jetzt mal. Ölfass. Mhm. Kann man auch hier rüber? Ja. Oh, es brennt alles. Ja, müssen wir jetzt mal ein Momentchen abwarten. Wir sind aber auch jetzt schon fast mal wieder am Ende der... der Vorstellungsfolge angekommen und ich finde, bis jetzt macht das Spiel echt einen coolen Eindruck, oder? Also ich glaube, ich werde hier ein bisschen Spaß haben. Oh, hier. Was ist denn das? Ah, oh, Münzen. Nicey. So, man muss ein bisschen gucken, wo die Sachen liegen. Das ist nicht so ganz so einfach. Was haben wir hier? Nimprelikt. Verbrauchen um Klassen... Wat? Nimprelikte. Du hast ein Nimprelikt gefunden. Die versteinerten Klauen dieser längst verstorbenen Kreaturen können vom Tagebuch aus benutzt werden, um neue Klassenwaffentalente zu erwerben. Während Klassentalente nicht auf den nächsten Helden übertragen werden, bleiben Waffentalente über die Reise hinaus erhalten. Ah, okay. Also ich glaube, das bedeutet, wir werden hier auch mit verschiedenen Charakteren spielen. Das ist natürlich immer nice. Nicht schlecht. Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, oh, wo ist mein Mann? So, wir drücken nochmal F5, damit wir hier nochmal vormachen können. Ist das hier Dynamit? Nachladen. Ich habe noch 4 Kugeln, das ist natürlich nicht so viel. Wow, okay. Also ich habe es jetzt ein bisschen raus, glaube ich. Man muss mit dem Trefferkreuz, glaube ich zumindest, hoppala, mit dem Trefferkreuz auf diesen Kreis, der da angezeigt wird. Habt ihr das gesehen? Da wurde bei jedem Gegner so ein Kreis angezeigt. Und wenn ich da mit dem Trefferkreuz gewesen bin und geschossen habe... Warte. Nee. Ja. Okay, das nehme ich mit. Den Knochen. Das lassen wir mal. Alles klar. Das ist vielleicht ein bisschen
Lauffeuergemisch, okay. Sehe ich ein bisschen schief gegangen, ne? Ölfass, das hätten wir auch nehmen können. Gewehrmunition, da haben wir nicht so viel von gehabt. Schlafsack nehmen wir mal mit. Maiskolben. Warum können wir Maiskolben mitnehmen, wenn wir die nicht... Ja, interessant irgendwie, ne? So eine Frucht essen. Und noch eine Frucht essen und ich bin schon wieder fast voll. Das ist doch schön. Meine Damen und Herren, dann war es das jetzt für diese Folge. Ich hoffe... Oh, alles klar. Westen. Ja, das können wir uns beim nächsten Mal durchlesen. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen Eindruck von diesem schönen Spiel bekommen. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt gerne was in die Kommentare. Dann gucken wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr von diesem Spiel an, ja? In diesem Sinne, danke ich erstmal fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.